Hallo und willkommen zu meiner Strandbar. Tada, was wollt ihr? Kein Pirinia, Sex on the Beach? Kann ich euch alles machen oder auch eher nicht? Weil es ist alkoholfrei, genau. Ich trinke noch nicht mal Alkohol. Das ist so. Ich war mit meinem Freund im Supermarkt und er ist so Getränke-obsessed, würde ich mal sagen. Ich trinke ja nur, wie ihr wisst. Was trinke ich, hä? Ja, Wasser, Tee und Kaffee, mehr gibt's nicht. Wenn ich mal ganz fancy bin, dann trinke ich, wenn ich draußen bin und einfach zu geizig bin, Wasser zu kaufen, trinke ich mal eine Limonade oder so eine hausgemachte Limonade. Aber er kauft sich mal ganz viele Sachen. Ey, wir könnten noch mal ein paar, also noch zwei holen, weil er hat eh schon drei ausgesucht. Und ich mache einen Taste-Test daraus, genau. Und probiere mit euch zusammen diese Sachen. Die habe ich bei Dance gekauft. Genau, also let's go. Von Yogi-Tee, cool, von Yogi-Tee. Das, ich weiß noch nicht mal, was er ausgesucht hat. Also ich persönlich habe nämlich nur das ausgesucht. Die anderen drei sind von ihm. Von Yogi-Tee, sehr cool. Ich mag die Marke sehr, ich trinke die Tees nämlich super gerne. Hibiskus-Minze mit Himbeerblättern. Aus frisch gebrühtem Tee mit Agavendicksaft gesüßt. Okay, cool. Und das, ich sehe auch hier schon, da ist Kardamom drin, Nelke, Pfeffer, Zimt. Also typisch Yogi und genau mein Ding. Mal probieren. Oh, jetzt krieg ich's nicht auf. Boah, doch. Muscles. Muscles from Brussels. Oh, es riecht voll nicht so gut. Voll nach Minze. Aber so wie ich es schon nicht mehr mag. Extrem. Moment. Okay, wisst ihr, wie es schmeckt? Also man kommt erstmal, man kriegt voll die Minze, sehr stark Minze. Und dann kriegt man dieses ganze Yogi, die geballte Gewürzmischung. Man schmeckt Zimt, Kardamom, alles, was ich vorhin aufgezählt habe. Und dann kommt gleich dieses, war das Hibiskus? Ja, Hibiskus, also so fruchtig. Es ist nicht schlecht, ich finde es nur zu sehr minzig, aber es ist nicht schlecht. Und ich mag, dass diese Gewürzmischung drin ist. Das hätte ich nie vermutet, aber cool. Dann als nächstes sowas hier. Das ist sowas, was ich sehr gerne mal aussucht. Alles, was mit Koffein und sowas zu tun hat, was aber kein Kaffee ist, sucht er immer gerne aus. Und da ist Guarana drin. Maximum von Völkel. Maximum Bio Energy. Guarana Purple Berry. Schmeckt erfrischend und nicht zu süß. Das wollen wir erstmal sehen. Ich mag ja Stevia nicht so. Ich finde, das schmeckt man total. Das ist für mich keine Alternative. Sorry. Nee. Dann lieber Zucker, einfach Zucker, ne? Haut den Zucker rein. Und Traubensüße auch nochmal. Johannisbeer, Himbeersaft, Acerola-Mark, Kaktusfeigensaft, Guarana-Extrakt. Natürliches Koffein eben, ne? Also, mal aufmachen. Die riechen so eklig am Anfang. Das riecht echt nicht gut. Das riecht so, wie man denkt, das ist nicht mehr gut. Also ja, es ist nicht zu süß, das stimmt, was da steht. Schmeckt erfrischend und nicht zu süß. Aber es schmeckt echt so Most, so, was soll ich sagen? Also es schmeckt nach Johannisbeere ein bisschen, es fehlt aber die Säure, damit es so frischer, heiterer wird. Das ist wirklich so wie verdorben. Ein bisschen. Beerig, verdorben. Aber nicht zu süß. Man schmeckt nicht dieses Stevia. Das ist nicht so da. Hätte ich nicht gedacht. Und das ist ja das, was ich nicht mag. Also ja, ich habe keinen Nachgeschmack. Das hier habe ich mir ausgesucht. Ginger, natürlich. Gentle Ginger. Das ist kein Bier. Sieht so aus, alkoholfrei. Aber fruchtig-milde Ingwer-Komposition, alkoholfrei. Von, weiß ich nicht, Delicious oder von Ende? Ich weiß gar nicht, wie die Firma jetzt heißt. Doch, von Ende. Ja, aus Berlin. Das ist ein Bio-Mischgetränk mit Ingwer, Zitrus und Malzextrakt und Kohlensäure. Ich liebe ja so Malzbier. Oh mein Gott, das habe ich als Kind mal gerne getrunken, Malzbier. Dann am liebsten, ne, aus so einem Bierglas so tun, als ob, bescheuert eigentlich, Kinder schon dazu zu bringen. Oh, das riecht stark nach Ingwer. Ey, die haben Düfte drauf. Das riecht sehr stark nach Ingwer und sehr stark nach Zitrone. Das schmeckt mir aber. Ha, hab ich mir ausgesucht. Es ist ein bisschen süß, aber es ist nicht zu süß. Was ist da drin? Okay, Zucker. Ja, und da ist halt wirklich Hopfen drin und Hefe. Und das macht das wirklich wie so, das ist wie so ein Malzbier mit Ingwer und Zitrone. Das ist eine tolle Alternative zu Bier.
würde ich sagen. Könnte man mal so, ne? Wenn man mal einfach keinen Alkohol trinken will, finde ich, das ist eine gute Alternative, weil das schon ein bisschen ein Cocktail ist. Es gibt auch dieses Moscow Mule, was jetzt so angesagt war, so Ingwer, Bier kommt da ja auch rein und das ist einfach eine Alternative. Das schmeckt lecker. Finde ich gut. Weil durch dieses Malz ist es reichhaltiger und nicht mehr so ganz leicht und frisch. Das hat dann so ein bisschen Power dahinter. Finde ich gut. Jetzt kommt das nächste, was ich mir auch ausgesucht habe. Das ist von Tropikai. King Coconut Water. Pineapple Passion. Also Kokoswasser, was dieses Jahr voll den Hype ausgelöst hat, beziehungsweise auch überall jetzt mal zu kaufen gibt, auch in normalen Supermärkten. Früher konnte man das eigentlich, also soweit ich weiß, eigentlich nur im Asia-Shop kaufen, ne? Jetzt gibt es das überall, weil so gesund ist, da ist Kokoswasser drin und Ananas- und Passionsfruchtsaft, also super. Und auch keinen weiteren Zucker, also wirklich nur aus der Frucht heraus. Also ich stelle mir das vor jetzt, dass ich hier im Urlaub bin, wenn ich das jetzt trinke. So will ich das zumindest. So will ich, dass es schmeckt. Oh, das riecht auch voll nach Passionsfrucht schon. Total fruchtig. Mal sehen. Prost. Mmh. Das schmeckt auch gut. Hey, ich habe schon mal gute Griffe gemacht, muss ich sagen. Die zwei, die ich ausgesucht habe, schmecken schon mal sehr lecker. Bisschen süß, nicht zu stark, überhaupt nicht. Also es ist nicht vordringlich süß oder so. Es schmeckt total fruchtig. Hat natürlich dieses Kokoswasser, was so ein bisschen, wie soll ich sagen, Kokoswasser schmeckt ja nicht nach Kokosnuss, ne? Sondern es hat, ja, das ist so, es ist wie so dumpfes Wasser. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ihr habt bestimmt das alles schon mal probiert, aber wisst ihr, ich meine, es ist nicht so ein heiteres Wasser, es hat so was Gedämpftes irgendwie. Schwierige Beschreibung. Aber ja, es schmeckt ja nicht nach Kokosnuss. Aber dann kommt diese Passionsfrucht. Ananas ist geil. Ist wirklich sehr exotisch, tropisch. Ich finde es sehr gut. Jetzt das Letzte. Für alle, die schon eingeschlafen sind, wollen wir nochmal Koffein. Cold Brew Kaffee mit Tonic Water. Das finde ich komisch. Ich mag ja Tonic. Ist das das, was so ein bisschen bitter schmeckt, oder? Ich weiß es gar nicht. Das nimmt man auch für Cocktails, glaube ich. Doch. Aber es ist ein bisschen bitter, oder? Mal sehen, was es ist. Also da ist drin Kaffee, halt Kohlensäure, Agavendicksaft auch gesüßt mit Zitronensaft, Zitronensaftkonzentrat. Und zwar Philosophie, habe ich jetzt gesehen, heißt es. Philosophie, wie Coffee und Philosophie. Immer diese Wortspiele, die jetzt so in waren. Ich finde, das ist so in, dass es auch schon wieder out ist. Wisst ihr, was ich meine? Das machen so viele. Alle Läden haben jetzt irgendein Wortspiel drin. Es ist so, wirklich. Die verbinden immer zwei Worte miteinander. So heißt alles. Jeder Scheiß heißt jetzt so. Egal, zurück zum Philosophie Cold Brew Tonic. Also es ist Cold Brew mit Kohlensäure, ne? Das ist schon strange. Boah, das riecht nach einem sehr starken Kaffee. Ist schon mal gut. Das finde ich gut. Sehr stark. Sehr stark. Steht auch erfrischend wach. Das haut rein. Das haut nämlich rein auf zwei Ebenen. Erstmal diesen Kaffee natürlich, Koffein. Und durch dieses Tonic Water eben dieses Spritzige, was einen so erfrischt und aufweckt. Das ist richtig gut. Schmeckt gut. Hätte ich mir nie gedacht. Könnt ihr euch vorstellen, Kaffee mit Kohlensäure? Es passt irgendwie. Ist nicht schlecht. Da gab es auch noch eine andere Version, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Kaffee neu erleben steht hier aus. Echt was ganz anderes. Das müsst ihr ausprobieren. Es hat aber eine Säure, was mir nicht so gut gefällt. Ich mag nicht so gern Kaffee, der sauer ist. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Das liegt aber wahrscheinlich auch in diesen ganzen Zitronensachen, die da drin sind. Das hätte es jetzt für mich nicht sein müssen. Wäre das eher flacher, fände ich es besser. Aber an sich finde ich es cool. Wirklich, also Kaffee und Kohlensäure, echt ein Genuss. Mhm. Lecker. Top war für mich das hier. Finde ich richtig lecker. Ich liebe halt Ingwer, ne? Dann finde ich das hier ziemlich überraschend und mal was Neues. Richtig lecker und cool. Das ist meine 3. Dann Yogi-Tee, einfach weil ich da noch ein bisschen dieses typische Yogi habe. Und das finde ich gar nicht gut. Also, ja. Das ist der Inhalt
aus meiner Bar, meiner Strandbar, obwohl, ey, wisst ihr, wie kalt es gerade ist, aber egal. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich hoffe, ihr konntet mich hören, weil ich jetzt hier draußen mal kein Mikro habe, aber es ging bestimmt, ne? Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.